Nein, nein, ich werde nicht zerstört. Ist bisher. Hab ich vielleicht ein paar Kratzer in dieser Höhle gemacht. Aber so schlimme Dinge jetzt nicht. Jetzt reicht sie jetzt ja auch hier. Dein Verstand wurde genug kontrolliert. Jetzt reicht's aber auch mal hier. Genug kaputt gemacht. Du, meine Güte! Ich wusste nicht mal, dass er das überhaupt kann. Na, ich auch nicht. Aber er benutzt seine Fledermäuse. Ich hab's noch nie so gesehen. Irgendwas muss seine Gedanken kontrollieren. Aua. Vielleicht ärgert sich Master Bruce nur, weil ich mit dem Batmobil zum Einkaufen gefahren bin. Oh, das könnte auch was werden. Oh, verdammt doch mal! Mann, bitte wach doch auf. Hey, wir können gerne darüber reden. Ah, fuck. Fuck. Weg mit den Fledermäusen. Boah, Alter, stellt euch mal vor, so viele Fledermäuse kommen auf euch zu. Das ist Rasenbau. Hey, ganz gut. Ich geb den Chicken McNug. Ah. Hey, was zum Bauen? Ein Scheinwerfer. Wir müssen sicher sein, dass es funktioniert, um Master Bruces Willen. Das geht schon. Ja. Leuchten wir die schon an. Jetzt können wir wahrscheinlich. Wir müssen aufgehen. Jetzt handeln, Sir. Warte, ich will noch die Münzen einsammeln. Jetzt können wir. Ja. Schön eine Schelle geben. Ah, fuck. Er hat sich regeneriert. Wahrscheinlich ein zweites Mal und dann noch ein drittes Mal. Als ob! Na, jetzt aber auch viermal. Ich bitte eine Fledermäuse nicht in. Nein! Nein! Geh doch weg damit! Dann benutzt ihr immer wieder irgendwas Krasses, damit ich wieder was bauen kann. Ah, da. Guck mal, ja, so ein Scheinwerfer. Ah, diesmal mit Hebel. Los, Batman! Reiß dich zusammen! Ja, hier, ich erblende dich. Bitteschön. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Master Bruce, bitte! Ihr Essen wird doch kalt! Ihr Essen wird doch kalt! Ich muss doch hier die Münzen einsammeln. Jetzt kann ich dir eine Schelle geben. Mann! Meine Güte! Alfred hat dir sogar extra leckere Muffins gemacht. Das verstehst du doch, oder? Oh! Aber Hauptsache den Teller noch in der Hand haben. Junge, Alfred. Nee. Hallo, nein. Nein. Du brauchst gar nicht dazu versuchen. Oh, Alter. Kopf weg. Ja. Alter, Robin. Die Arme, die stimmt die ganze Zeit hier. Ah, guck mal. Nein, stoß nicht weg. Ich brauch das nicht. Ah, das ist so eine Jukebox. Wirklich immer verrückter. Nee, Batman.
Batman. Ja, da ist er aufgewacht. So. Aber jetzt sage ich guten Morgen. Batman, halt! Ich bin's. Robin, du weißt schon, Tim Drake. Wir sind ein Team. Weißt du noch? Wir kämpfen doch zusammen gegen die Schurken. Bitte. Wir sind Freunde. Sorry. Bad Computer, Sicherheitsprotokoll deaktivieren. Protokoll deaktiviert. Nur damit das klar ist, ich bin Batman. Ich brauche keine Freunde. Sicher? Wie sollte ich denn sonst zu dir durchgedrungen sein, wenn nicht wegen deiner Gefühle? Gefühle haben damit nichts zu tun. Eine Konsole des Batmobils hat einen Kurzschluss. Der Elektroschock hat anscheinend die Gedankenkontrolle unterbrochen. Ich bin mir sicher, dass es meine Rede war. Es war eine gute Rede, Sir. Es war nicht die Rede. Die Frage ist, wer hat versucht, meinen Verstand zu kontrollieren? Und warum? Hey! Bitte keine Fotos! Lex Luthor, war klar, dass er kommt. Deine Stärke wird uns gelegen kommen, wenn wir erst im Wachturm sind. Mithilfe der binären Fusionskanone werde ich die ganze Welt erpressen und so ihr Präsident werden. Aber Lex, Schätzchen, Präsident sein ist doch voll out. Grundy steckt fest. Ist Grundy sozusagen die böse Version von Hulk? Ey, leider wieder nicht komplett 100% mit den Steinchen, aber irgendwie ist es bei den ersten Leveln immer so, dass man die nicht bekommt. Ich hab sogar 45. Schade. Ja, der Enem West, sorry. Aber diesmal ein paar Minikits. Und zwar zwei. Und wir bekommen Alfred. Und das. Geil. Ja, dann Geschichte fortsetzen. Danke für die Warnung, maskierter Rächer. Unser Sensorenfeld hatte eine Fehlfunktion. Ich scanne jetzt das Objekt. Vorsicht, es sendet eine Art Gedankenkontrollstrahl. Ja, und nur durch meine Worte wurde dieser Bann wieder gebrochen. Das waren nicht deine Worte. Versuch. Also, du musst mal eine Diät machen, Grundy. Gell, ich krieg ihn nicht zu fassen. Oh, wunderbar. Jetzt stinke ich auch. Sie hat doch mich gemeint. Schon gut, schon gut. Wir müssen uns beeilen, falls der echte Hawkman auftaucht. Oh, darum haben wir uns gekümmert. Gut gemacht, Joker. Warst du jemals im Weltraum, Grundy? Natürlich. Was ist der Weltraum? Das Objekt stammt nicht aus unserem Sonnensystem. Deine Berechnungen waren korrekt, maskierter Rächer. Ich weiß. Maskierter Rächer? Kommunikation zur Erde abgebrochen. Der Fehler scheint woanders zu liegen. Das lässt sich so nicht reparieren. Green Lantern, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich frage mich, wer das wohl war. Das kann nur Zufälle sein. Yeah, Green Lantern. Oh mein Gott, sie können sogar fliegen. Yo, Green Lantern und Martian Marumit oder wie der Typ heißt.
Merton Manhunter. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Nice! Endlich bekommen wir fliegende Charaktere. Also, das habe ich in Lego und Ninjago vermisst. Und er hat auch diesen Sensorenblick. Okay. Wenn es hier. Ja, genau, er hat einen Strahl. Einen Strahl. Geht das nicht? Achso, das kann nur. Martin. Oder Morten oder Nathan. Ich weiß immer nicht, wie der ausgesprochen wird. Das ist für mich noch so ein Rätsel. Guck dir dieses Croissant da an. Das vergab mir doch bald. Gut, aber jetzt müssen wir Münzen sammeln. Hier Münzen, Münzen. Hier sind noch ein paar Statuen. Oh, Superman. Hoffentlich können wir den dann auch mal spielen. Das wäre eine geile Ehre. Klapp. Und da ist die Leitung auch wieder repariert. Ui. Also jetzt habe ich die Statuen da irgendwie offen. Und da sind Hebel. Da sind drei Probleme hier. Einmal Hebel ziehen und einmal, was ist das hier? Das sehe ich jetzt nicht ganz genau. Aber erstmal ziehen wir an den Hebel. Ja, Elektro-Dings da kommst du dann, musst du das vielleicht auffüllen. Nee, musst du nicht. Muss ich das im Winter machen? Oh, Entschuldigung. Nee, geht auch nicht. Brauche ich vielleicht irgendwas anderes? Ich sehe gerade gar nichts davon. Dann machen wir erstmal das hier. So, müssen wir machen. Das Green Lantern kann ja mit seinem Stoff, den er da hat, also mit seinem Ring, kann er ja alles formen, was er ja, sich vorstellt. Okay. Ah, und jetzt baut er sich da sowas zusammen. Wie? Stimmt, das hat doch Lloyd auch gemacht mit seiner grünen Fähigkeit. Ja, einmal mit so einem Schuh dagegen hauen. Das passt schon. Geht doch ganz einfach. Damit ist die Leitung auch wieder hergestellt. Sag mal, was macht denn Martin dort? Geht's dir gut? Ich finde diese Ladesequenzen voll geil. Warnung! Unautorisierter Zugriff auf den Teleporter! Womöglich brauchen wir Hilfe. Alle Mitglieder der Gerechtigkeitsliga. An alle Mitglieder der Gerechtigkeitsliga. Mayday, Sicherheitsverstoß auf Stufe Rot im Wachturm. Sieht gut aus. An alle Mitglieder der Gerechtigkeitsliga. Mayday. Mayday, Mayday. An alle Mitglieder der Gerechtigkeitsliga. Jo, Flash ist auch da. Alles kaputt geht. Nachtisch? Superman! An alle Mitglieder der Gerechtigkeitsliga. Nein, danke. Die Rechnung bitte. Nie gibt's eine Pause für uns. An alle Mitglieder der Gerechtigkeitsliga. Mayday. Oh Mann, das sind aber viele böse Jungs. Sie haben einen Sicherheitsverstoß, maskierter Re. Sag einfach Batman, ist kürzer. Wir kommen sofort. Laut Sicherheitsprotokoll soll ich den Teleporter ausschalten, damit sie nicht entkommen. Ja, ich weiß. Wir kommen auf einem anderen Weg. Raumanzug, Sir. Ich fürchte, die Bat-Rakete ist noch nicht startbereit, Sir. Warum passiert das immer, wenn wir es mal eilig haben? Ohne die Rakete haben wir keine Chance, die anderen zu retten. Ja. Die Rakete, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge ready. Aber hier würde ich den Part auch beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in Lego Batman 3. Und euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.